So, willkommen zu einem neuen Video mit Keystraw. Yay! Und heute spielen wir Escape the Backrooms. Richtig, das einzig wahre Backroom-Game, sagen einige Leute. Ja, also ich bin sehr gespannt, ich hab Bock. Die ersten ein, zwei Level haben wir schon so halb angespielt. Dann waren wir aber total im Koma und Stress. Waren wir total im Koma. Deswegen spielen wir es jetzt nochmal. Wir freuen uns und Liebe bei Kida lassen. Dankeschön. Und Liebe bei Knuda lassen, ganz wichtig. Yeah. Gibt's ja bei uns beiden. Ja. So, wir sind wieder drin. Sind wir eigentlich getrennt? Ja, ne? Ja, wir müssen also uns wieder zusammenfinden. Hier war das so, dass wir wohl irgendwie, ich vermute zumindest mal, dass wir irgendwie so eine Art Zeitlimit haben. Ja. Und wenn dieses Zeitlimit vorbei ist, dann kommt hier eine Kreatur rein. Und wir müssen eine Leiter finden. Also ähnlich wie bei Inside the Backrooms, wo man ja auch im ersten Level die Leiter gefunden hat. Und dann gehen wir tiefer hinein in die Backrooms. Genau. Und das Krasse hier bei diesem Backroom-Game ist halt, es gibt super viele Ebenen. Ja, also das hat, glaube ich, 5, 6, 7 Ebenen. Das ist recht umfangreich. Und jede Ebene ist auch völlig anders mit anderen Gegnern und so weiter. Ja, und das ist auch wirklich schwer zu finden hier, finde ich. Ja, du weil dich nicht mehr du bist erinnern, total... Oder? Nee, guck dir das an, alles sieht gleich aus. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Hey, eben gerade habe ich dich doch noch gesehen. Was? Sie. Wo bist du ungefähr? Ich habe sie gefunden, oh mein Gott. Wie jetzt, echt? Ja. Warte, Moment, wo bist du ungefähr hin? Ich bist bin du links, von dir rechts? Aus nach rechts, einfach nur nach rechts. Nach rechts. Bevor das Monster kommt, gehe ich da aber hoch, ne? Ja, aber wir müssen zusammen rein. Wenn einer stirbt, dann sind wir beide wieder bei null. Ich finde das nie wieder. Ja, kannst du so ein bisschen vielleicht so nach links und rechts gucken? So? Da ist so ein Riesenraum, so ein riesenlanger Gang. Ein riesenlanger Gang. Einfach nur nach rechts gehen, da wo ich lang gewurschtelt bin. Warte, ich komme nochmal zu dir. Bist du an dünnen Säulen vorbei? Warte, ich drehe nochmal um die Ecke. Das werde ich ja wohl noch schaffen. Hier, siehst du mich irgendwo? Verdammt. Na, ich sehe dich nicht. Oh Mann. Okay. Letztes Mal haben wir dafür wie lange gebraucht? 20 Minuten oder so? Ja, länger. Ich mal gucken, was passiert, wenn ich rausgehe. Ja, dann geh mal raus. Geht Kann das? Kann sein, dass das Spiel, dass das auch immer wieder neu ist. Vielleicht werde ich mitgezogen. Weil ich glaube, das war nicht hier die Leiter. Ich glaube, die spawnt immer wieder neu. Das kann sein, ja, klar. Bist du drin? Warte. Probier's mal. So. Nee, ich kann gar nicht ohne dich. War das so ein Gang mit ganz vielen Würfeln? Ja. Ich bin jetzt in diesem Gang mit ganz vielen Würfeln. Ah, nee, nicht mit ganz vielen Würfeln, sondern einfach so ein langer, nerviger Flur mit so ein paar Säulen an der Wand. Was Säulen an der Wand? Und dann geht's geradeaus weiter. Ja, so ein paar Erhebungen oder ein... Oh Gott, halt das werde ich doch nie finden. Scheiße. Die Backrooms, Hörst du mich springen? Nee, aber warte mal, wenn du dich vielleicht total auspowerst und stöhnst, vielleicht höre ich das. Irgendwie nicht, ich höre nur... Hörst du es? Ja. Spring mal. Oh, echt? Spring. Spring. Ich höre es. Aber wo ist das? Das ist so schwer zu definieren. Hörst Komm du mich? Schon, warte mal, ich spring. Achtung. Hörst du das? Nee. Spring du mal. Doch, ich höre Schritte. Ich höre ganz zart irgendwo Schritte. Jetzt bin ich auch in einem größeren Gang. Ey, das... Was ist denn da noch so? Beschreib mal ein bisschen was. Boah, also es ist halt in der Mitte sind ganz viel Lichter. Befindet sich dort ein Teppich auf dem Boden? Ja, ein gelber und die Wände sind auch gelb. Okay, damit kann ich... Warte mal, hier ist ein langer Gang, so ein leerer Gang. Ist mich in einem leeren... Ja, ah! Ja! Wow! Ich glaube, das kommt jederzeit. Da rein! Da rein! Wow! Oh Gott, ich habe Angst, dass das Monster gleich kommt. Wir sind, glaube ich, echt nah dran, ne? Okay. Oh, Gott. Wir dürfen beide gehen. So, jetzt geht's ab in die Tiefgarage. Hier waren wir auch noch. Jetzt musst du sofort rennen, hier rüber, schnell! Oh Gott. Jetzt wird's nämlich ekelhaft mit diesen komischen Grinseviechern, ne? Ja. Überall Türen aufmachen? Stimmt, überall die Türen aufmachen. Ja, so war das. Genau, okay, wenn warte. Hier... Jetzt, renn. Oh, das war, glaube ich, nicht gut. Denkst du, es war zu früh? Kies. Ich bin drin! Knu! Ah, Knu! Knu? Oh, bist du tot? Ja. Ja. Okay. Oh, das ist so unangenehm. Türen aufmachen. Ah, die sind nicht immer an der gleichen Stelle, ne? Die Viecher? Nee, die Türen. Doch, oder? Glaubst du? Wo waren das nochmal?
War das nicht auf der anderen Seite? Ich glaube, wir müssen einfach... Oder nee, wahrscheinlich ist... Oh, renn. Schaffst du es? Ja. Oh Gott, einfach das ist aufmachen. So ätzend. Nix. Was? Ich war doch gar nicht... Der hat mich einfach rausgezogen. Der hat mich einfach rausgezogen. Rein in den Darkroom. Echt jetzt? Okay, brrr. Also wenn das nicht random wäre, hätte man ja voll... Dann wäre es ja easy, ne? Dann wäre es easy, ja. Weiß nicht, ob das so schlau war. Ich schaff's. Schaffst du's? Oh ja, ganz knapp. Ich hasse das. Okay, Vorsicht, die ziehen dich auch wirklich so raus. Oder muss man wirklich alle Türen öffnen? Haben wir damals alle geöffnet und dann war es die letzte? Nee. Run. Ach du Heilige, guck mal, wie weit der Gang ist. Ah, wir haben es geschafft. Das war ja super mega luck. Aber gab es da nicht auch irgendwie ein anderes Zeitfenster dieser Lichter? Manchmal brauchen die doch nicht so lang. Wart mal ab. Ich glaube, da gibt es verschiedene Zeitfenster. Ja, aber woher willst du das wissen? Okay, stimmt. Lauf. Man muss einfach durchziehen. Weil ich kann nicht unterscheiden, ob es mal länger oder mal weniger lang ist. Okay. Hier nichts? Ich glaube, wir hatten die letzte Mal auch alle auf. Glaubst du? Ja. Run. Okay, das ist ja ein Easy Run. Das ist ja ein Easy Run. Ich glaube, dass das Ganze irgendwo am Anfang war. Oh ja, hier. Krass. So. So, und jetzt kommen wir in den komischen Tunnel, ne? Ja. Rechts bin ich gerannt damals. Ja, du bist hier lang. Ja. Okay, Keys, let's go. Bin ich jetzt mal in die andere Richtung, da war wirklich einfach eine Sackgasse und ich bin so lang gelatscht. Ja, das deswegen. War einfach und nur dann, Pain. Dann wird's aber richtig durch, ne? Dann kommen die, das ist ja nur sozusagen der Weg in die tiefere Ebene. Weil danach geht's richtig ab. Wie schnell wir das geschafft haben, ne? Ja, weil wir jetzt auch wacher sind und ein bisschen ja schon wissen, wie es geht. Da gibt es ja Speedrunner, die haben das ganze Spiel irgendwie in 7 Minuten durchgespielt, habe ich gesehen. Ja. Ach echt, jetzt 7 Minuten? 7 Minuten, ja. Was passiert da nochmal? Will ich irgendwo im Dunkeln stehen bleiben? Nee, wir durchbrechen dann irgendwie so eine Wand. Und dann irgendwie nochmal so eine Musik oder sowas kam da und dann... Irgendwann haben wir eine Wand durchbrochen. Dann kam irgendwann Gas und sowas alles. Hm. Stimmt, du hast auch da irgendwie so ein Party-Room geöffnet, ne? Ja, und dann geht's ab. Also der Chat sagt, sie schaffen es in 3. Wir? Nee, die. Na, wir sind jetzt schon 8 Minuten dran oder sowas. Ach so. Ihr kleinen Angeber. Ja, aber wie will man es in 7 schaffen? Guck mal, wir hatten jetzt ja eigentlich relativ viel Glück. Und der Faktor Glück ist ja wichtig, denn die Klappe kann ja auch am völlig woanders sein. Ja, also das mit der Leiter jetzt am Anfang war echt Glück, weil das hätte jetzt auch echt wieder ewig warten können. Na, ja, jetzt haben wir die Taschenlampe. Das war Glück. Wow! Oh Gott, Entschuldigung. Ey, gestern habe ich so ein Spiel gespielt, Orf the Lost Boy, das war auch nur Jumpscare. War gut? Das war in Ordnung. Oh oh. Was, warum? Was? Was ist das für ein Geräusch? Das war letztes Mal nicht da. Was ist das hinter uns? Lauf! Ey, renn, Knu, renn! Lauf, ich lauf! Oh Gott, Hilfe! Renn schneller! Oh Gott, Hilfe! Sprinte durch, rein, renn! Oder? Weiß ich nicht, ich geh da rein! Ich lauf weiter, nein, ich lauf weiter, ich lauf weiter! Was? Scheiße. Das hatten wir letztes Mal nicht! Nein! Ich glaube, ich habe das Spiel geglitscht, weil ich letztes Mal so lang gelatscht bin. Okay, oh mein Gott! Ich glaube, wir müssen in der Dunkelheit sein, kann das sein? Nee. Psst, hey! Nee. In der Dunkelheit tut's uns nichts, deswegen gibt's auch diese dunklen Streifen. Ja, glaubst du es echt? Da hat letztes Mal jemand was geschrieben, dachte ich, was will die Person denn? Nee, glaubst du das, dass man in der Dunkelheit... Ich weiß es nicht. Kann das der Chat bestätigen? Ich glaube, wir müssen einfach weiterrennen, oder? Auf jeden Fall kam eines von diesen Arschlöchern von vorne. Ja, du darfst halt nicht stehen bleiben, du hast unendlich Ausdauer in dem Moment. Ach so, echt? Ja, du kannst einfach durchrennen. Ach so. Das wusste ich nicht. So, waren eigentlich viele von deinen Leuten auf der Gamescom? Nee. Sollen wir in den Chat schreiben? Ich glaube nicht, nee. Leute, wart ihr auf der Gamescom? Macht mal eine Umfrage. Wenn wir alles da waren, wir nicht. Auch. Ich glaube, bei mir waren echt nicht viele. Nein, ich lese nur nein. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Ja. Ach, süß.
Nee, 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 nee. Ich hab wirklich kein einziges Jahr. Einer, Felix Crafter, der war auf der Gamescom. Aber Keys, ja. Du schon, ne? Ich? Nee. Ach, du warst noch nie. Ach so, schon mal jemals? Ja, natürlich. Ja, ich war noch auf der Games Convention. Ja. In Leipzig damals sogar. Ich auch, 2008. Das ist schon wieder so lange her. Boah, ja. Da gab's eine coole LAN-Party. Aber es hatte ein viel besseres Feeling, war eine viel bessere Messe. Es war noch crazy. E3 vermisse ich. Aber die ist ja auch durch, ne? Die kommt, überhaupt noch nächstes Jahr kommt wieder. Kommt die wirklich durch? Ja. Ja. Also, wir können es gleich unendlich rennen, ne? Wurdest du, ich darf nichts über das Event sagen, ich will auch nicht sagen, wer es ist, aber wurdest du irgendwie nach London eingeladen jetzt für demnächst? Wir können ja nachher mal schreiben, ob das das ist. Ja, können wir mal machen. Ja. Rennst du? Ich meine, so viel wird es ja da nicht geben. Ja, ich renne. Okay, es geht los. Das ist so richtig ekelhaft. Das ist super. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann man das schaffen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da, wo, raus, raus! Oh Gott. Oh Gott. Psst. Okay. Weißt du, was wir hier tun müssen? Ja, und zwar, guck mal, man kann sich ducken, man kann sich wohl irgendwie so unter den Tischen auch verstecken. Oh Gott, du wirst mich hassen danach. Klar, weil du es wahrscheinlich nicht schaffen wirst, ne? Mhm. Also die machen hier so eine ekelhafte Party. Die dürfen einen nicht von vorn sehen, kann es sein? Ich weiß es auch nicht. Weil der da um die Ecke, der guckt, der holt dich jetzt, glaube ich, gleich, oder? Ich geh unter den Tisch! Ah, wir dürfen nur schleichen. Okay. Jetzt, wo ich aufgestanden bin, hat er mich erwischt. Das heißt, sie dürfen nur schleichen. Wow! Okay. Alter! Den habe ich nicht gesehen! Da hinten ist aber auch nichts, wo ich war. Ich war einfach nur unter dem Tisch. Man darf nur schleichen. Ja, das ist ja easy. Hier, doch, hier steht, I can hide under them, something chase me. Nee, nee, ich glaube, du musst, weil die reagieren nicht, die. Nur unter den Tisch gehen. Oh, nee. Deswegen, okay. Da musst du auch vorbeischleichen. Würdest du auf so eine Party gehen mit so einer Musik? Nee. Obwohl doch, ich glaube, das fände ich angenehm. Es wäre süß. Doch, doch, das fände ich süß. Du nicht? Doch, schon, ja. Passen wir da beide rein, ja. Ja. Doch, doch, ich wäre schon süß. Ja, wenn die Musik ausgeht, handeln die, ne? Ach so, liegt es an der Musik? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, ich glaube nur, wenn die uns sehen. Nein, die Musik ging aus und niemand hat mich gesehen und ich bin tot. Oder du bist tot, keine Ahnung, wer gestorben ist. Ich glaube, wenn die uns sehen, du musst da halt dann hinrennen, dich ducken. Ja, aber hab ich ja eben, der hat mich nicht gesehen, definitiv nicht. Hm. Okay, warte mal, guck mal. Also 93% meiner Leute waren nicht auf der Gamescom. Wie ist es bei mir? Weiß ich nicht. Ja, ich frag mal meine Leute. Ich glaube, da ist nicht gut, Gies. Ja, aber da müssen wir doch vorbei, da drüben ist doch nichts. Hier lang. Gibt es da einen Weg? Also wir müssen's. Nee, das ist Sackgasse. Da musst du hin. Das ist Dead End! Nee, da steht auch einer direkt. 88% waren nicht. Ich habe nur eine Sache mitbekommen. Nee, zwei Sachen habe ich mitbekommen. Das erste. Nein, Boxen, sag's nicht. Darf man nicht sagen? Nein. Okay, ist es verboten auf YouTube darüber zu reden? Ja, und das zweite, das ist was harmloses. Größter Streamer habe ich dann gesehen, wie die Meute ihn gejagt hat. Das fand ich heftig. Ja. Wie war das so bei dir? Konntest du dich da frei bewegen? Nein. Krass. Absolut gar nicht. Das ist so heftig. Kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich bin froh, dass ich nicht in deiner Haut stecke. Ja, es war schon krass. Also ich habe dann wirklich mich vermummen müssen. Ich hätte es auch nicht gedacht. Es war letztes Mal auf der Gamescom 2000. Guck mal, hier wo ich bin. Ja, ich komme. Ganz an der Wand, ne? Da hatte ich 600.000 Abos, jetzt habe ich ja 1,3 und dann noch einen Zweitkanal, der super viel Abos hat, einen Drittkanal und dann kann man eigentlich. Ich wollte eigentlich nach der Xbox-Sache gehen und dann haben wir nochmal eine Stunde einfach gesigned, weil die Schlange nicht mehr aufgehört hat. Also ist schon crazy, aber ist auch toll. Also ist cool, die Leute zu sehen. Ich super viel da aus dem Chat, super süß, super lieb. Aber crazy. Also wenn mein Leben immer so wäre wie auf der Gamescom, dann würde ich nicht mehr rausgehen. Also ich glaube, so Stars wie Angelina Jolie und Brad Pitt, das ist krass. Ja, ist heftig. Ja. Kann man sich nicht vorstellen. Oh. Wow, warum? Oh Gott, ist das schwer. Oh, das ist echt schwer. Das ist ja okay. Brutal schwer. Wir müssen uns konzentrieren.
Ich war super konzentriert, aber... Like a laser, aber irgendwie... Die sehen dich halt so aus dem Augenwinkel raus. Ja, ja, ich glaub, außer man sprintet so halt irgendwie durch und findet halt irgendwas zum Unterstellen. Ich glaube, man muss wirklich sich durchschleichen. Teilweise vielleicht auch verstecken. Und die richtige Route, also es gibt bestimmt hier so eine unsichtbare Linie, die wir folgen müssten. Und da sehen die dich nicht, weißt du, wie du es gerade machst. Ja, wenn, aber nur wenn du wirklich ganz press an der Wand bist, sehen die dich nicht. Ja. Reden, ja, ist einfach gruselig. Ich finde allgemein solche Kindersachen immer total unheimlich. Ich weiß ja nicht. Ich finde Kinder auch immer richtig ätzend in Horrorfilmen. Egal auf welcher Seite, ob sie guten Kinder oder die bösen Kinder sind. Ich finde die immer richtig nervig. Die machen halt immer extra, nochmal extra Drama. Ja, auch so die Art zu reden. Mama, der Mann hat gesagt, ich darf nicht mit dir reden. Weißt du, auch dann immer dieses blöde Flüstern, wo ich immer denke, oh Gott, halt doch das so. Ich kann nicht mit dir reden. Ja, welches Kind? Ich habe überlegt, ob ich meinen Sohn dazu abrichten soll, dass er mal zur Mutter geht und sagt, Mama, willst du mit mir spielen? Mama, so. Hinter dir. Ja, stell dir mal vor, ich kann ihn dazu abrichten, dass er so drauf ist. Das ist ja richtig gruselig. Wo bist du denn jetzt lang? Mal eine andere Richtung eingeschlagen. Ich glaube, ich weiß wo. Ich habe gedacht, du bist hinter mir. Um die Ecke? Oh ja. Nee, ich kann Kinder in Horror, finde ich einfach immer sehr, sehr anstrengend. Vor allem in Spielen, weil die immer dafür sorgen, dass das Drama noch länger geht. Man versucht halt immer mit Kindern so ein bisschen an die Menschlichkeit zu appellieren, weil, ey, das sind Kinder, das muss dir nahe gehen. Aber irgendwie, ich weiß auch irgendwie, nicht. Irgendwie, ja. Also ich fand's bei Live. Ach, da steht einer. Oh. Ich renn zum Tisch. Hast geschafft? Ja. Gut. Er hat sich ja umgedreht. Ist er weg oder steht nee, er da? Nee, der steht da, aber hat sich umgedreht. Du kannst. Eigentlich müsstest du vorbeischleichen können. Oh Gott. Jetzt ach, stehen da aber zwei. Oh no. Geht es denn überhaupt weiter? Da drüben ist auch noch einer. Ich versuche um die Ecke zu gucken. Nur da hinten ist einfach, glaube ich, der da. Also der sieht mich nicht. Der hier sieht mich nicht. Dich auch nicht. Wo ist noch einer? Da hinten, aber die. Da kommst du nicht dran vorbei. Oder. Aber da geht's weiter. Mist. Da geht's wirklich wenn weiter. Wenn wir den irgendwie weglenken. Ja, aber wie? Guck, die hören uns nicht. Wow! Lauf, lauf, lauf! Nein! Oh nein! Oh Mann! Nein. Geht's da hinten überhaupt wirklich weiter? Ich weiß es halt nicht mal. Also die gehen aber wieder zurück an ihre Position, ne? Ja, aber der hat sich umgedreht. Achso, und der war davor anders gedreht. Ja. Das heißt, wir können die Position von denen schon beeinflussen. Ja. Aber die hören dich nicht wirklich anscheinend. Ich teste jetzt nochmal. Ein 7 Minuten Speedrun, ja. Ja. Was? Nee, die reden ja auch. Ja, das sind irgendwelche Partykinder. Ey, die Leute wissen ganz genau, was es für eine Kreatur ist, was diese Kreatur kann. Die sind so informiert. Bei dir im Chat? Ja, so allgemein auch so, wenn du so Backroom-Boys, das klingt verkehrt, aber wenn du so fragst, ey, was ist das für ein Vieh, der weiß alles. Backroom-Boys. Geil. Alle sagen immer, ich muss Roblox spielen, weil da gibt's die harten Backroom-Games. Oh ja, das können wir auch mal machen, Bock. Ey, Roblox war eigentlich nie mein Ding. Meinst okay, auch guck nicht. Mal, jetzt stehe ich hier. Wie komme ich hier vorbei? Hier. Guck mal, wo ich bin. Da einfach lang. Ja, aber das ist der Weg, wo wir eben waren. Aber die schauen ja nicht. Ich aber da kommt grade man doch easy vorbei hier. Nein! Da hinten ist das Ende! Sind alle weg jetzt. No. Scheiße! Ich hätte nicht rennen können. Ey, wo war da bei dir das Ende? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch wieder zurückgerannt. Ich weiß, jetzt sind alle zu dir gerannt, deswegen. Aber guck mal, lass mal den Weg gehen, den ich gerade gesehen habe. Okay. Die Musik ist so süß. Ich finde die irgendwie psycho. Nein, die ist süß. Ich will weißt du, welche Musik ich richtig nice fand? Von... wie heißt der nochmal? Tiny Tim. Der macht ja immer so richtig tolle Musik. Kennst du den? Tiny Tim? Der heißt doch Tiny Tim, ne? Leute. Der ist schon tot. Der mit diesen lockigen Haaren. Der, wo auch für SpongeBob in dem ersten
in der ersten Folge diesen Song gemacht hat. Oder ist ein alter Song, wurde damals dafür verwendet. Ich glaube, der hieß Tiny Tim. Ach so. Wie hieß denn der Film nochmal? Insidious. Oh, ja. Kennst du noch am Ende, wenn da dieser ekelhafte Song kommt? Ja, das war cool. Ey, Tiny Tim macht so kranke Songs. Und das ist ja auch so ein Typ, der ist irgendwo... Das sind irgendwie Songs aus den 60er, 70ern. Echt? Der hat aber so einen richtig weirden Kram gemacht. Ja, aber irgendwie. Doch, also ich finde auch die Musik hier von den Backrooms fand ich echt gut. Die war so richtig beängstigend von der von Escape the Backroom jetzt gerade. Guck, ich würde mal hier geradeaus jetzt einfach mal gehen. Du meinst ganz geradeaus durch. Mhm, und gucken, ob die uns hier sehen, weil da ist einer weggedreht. Ja, einer ist so schräg, da musst du vorsichtig sein. Einer da vorne steht so schräg. Ja, der hier. Guck mal. Ja, der sieht uns. Wow! Nein! Ey, ich weiß, wie man da rauskommt. Okay, wie? Wenn man durchzieht und unter den Tisch. Also, du musst unter den Tisch. Das geht nicht anders. Du musst irgendwo unter den Tisch. Folgt mir mal. Okay, nice. Wenn wir den triggern, da hinten ist ein Tisch. Ich hab's nur eben gerade versaut, weil ich so von der Seite gekommen bin. Okay. Together we made it. Wie groß nicht die reden, ich sag's dir. Gently down the stream. Mary. Das ist halt auch so ein. Wie Itsy Bitsy Spider, ist auch so ein typisches. Ja, genau, stimmt. Itsy Bitsy Spider. Da ist so ein süßer Kommentar. Die Wände haben die gleiche Farbe wie mein Kissen. Ja. Meine Mama. So out of context hier wieder. Vielleicht war die Mama Innenausstatter im Backroom. Das muss ja auch irgendeiner designt haben. Ich meine, der Teppich ist geil. Echt geil. Eigentlich ist es so eine simple Idee und trotzdem es passt halt irgendwie nicht zusammen. Vielleicht ist die Hölle ja wirklich so, dass man irgendwie... Ja, aber es wäre eine krasse Hölle, weil genauso stelle ich es mir vor, dieses Gelbe und wir in unserem Anzug. So simpel und doch so grausam. So, ja, der da vorne. Komm mal jetzt genau zu mir. Der da vorne. Ja. Der sieht uns. Ja. Und wenn wir auf der anderen Seite klettern... Oder entlang kraxeln, dann sieht uns der jetzt hier gerade mit dem Rücken ist. Also du triggerst irgendwie immer ein. Ja. Und ich bin hier so durchgerannt, ne? Und hier ist dann Tisch. Hier könnte man halt möglicherweise drunter. Ah, okay. Und dann ist ja auch einer hier, der uns sieht. Ja, der sieht uns. Du kannst so ein bisschen um die Ecke lurken. Ja. Oh, my life be like, ich hab's geschafft, du auch? Ich bin unter dem Tisch. Ich bin jetzt aber immer noch im Raum. Und jetzt ist halt die Frage, jetzt hat er sich nämlich gedreht. Und hier drüben ist aber auch einer gedreht. Geht's da jetzt überhaupt wirklich weiter oder ist es? Das ist halt die große 10 Milliarden Dollar Frage. Guck mal, wenn ich den triggere, kannst du schnell vorbei und ich gehe unter den Partytisch? Also hier ist jetzt ein... Oh fuck. Nee, die gehen wieder... Nee, die sind... Nee. No way. Das schaffst du niemals. Okay, das heißt? Ich werde den anderen triggern und gucken, ob die sich umstellen. Oh nein, ich habe keine Ausdauer! Oh nein! Ich habe vergessen, dass es Ausdauer noch gibt. Okay, aber dann müssen wir die anderen eher ablenken, ne? Ein ätzender Raum. Ja, weil wir da einfach jetzt schon eine Stunde bald drin sind. Also, das ist wirklich die Hölle. Die YouTube-Leute werden sagen, oh Gott sei Dank, man kann überspringen. Aber dann werden sie nie die interessant-erotischen Gespräche mitbekommen. Ne? Stimmt. Irgendwann haben wir auch mal sowas gemacht, ein Kumpel und ich, wo wir machen halt Podcasts zusammen. Mhm. Wir haben mal unsere Handy gemessen, weil da irgendwas auch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwas haben wir gelesen, was das aussagt. Und ich hatte irgendwie 6 cm längere Hände oder sowas. Was? Also voll creepy, ja. Aber der hat auch sehr stummelige Hände. Er hat auch so Stummelhände. Aber trotzdem krass. Okay, wenn du ready bist, sag Bescheid. Ja, jetzt. Okay, warte, noch nicht. So, warte, ich gehe jetzt unter den Tisch. Vorsicht. Kommen Sie zurück. Oh, da kommt noch einer raus. Warte, ich ziehe nochmal. Nein, alles gut. Gut. So, wir müssen jetzt an dem vorbeischleichen. Hier steht er wieder so wie vorher, ja, ne? Hoffe doch. Ja. Ja, dann let's schleich.
Der Partyteppich. Ich wette, der hat ganz viele Geschmacksrichtungen, wenn man da einmal drüber leckt. Bist du noch da? Ja. Ja. Ja, aber wie gehen wir da jetzt rein? Ich gehe als erstes, ich versuch's. Ja, aber wir müssen unter den Tisch. Ja. Also links sind auch welche, sagst du, ne? Es sind überall welche. Und ab wann sehen die mich? Sobald du an der Mauer vorbei bist. Rechts stehen nämlich auch 20.000. Okay. Oh, du kannst mit Q um die Ecke gucken. Oh. Okay. Warte, vielleicht musst du links zum Tisch, weil hast du ein bisschen Zeit, weißt du? Genau, würde ich auch machen. Runter! Das ist so mies. Aber ist das auch wirklich der richtige Weg oder heißt es, ja, nee, richtige. Ihr seid. Dann mache ich jetzt den ersten. Ja. Yeah. Boah, Alter, ist aber auch. Du darfst nicht an dem. Ey, das ist echt. Oh Gott. Warte, jetzt müssen wir aber noch da durch. Oh. Oh, ich kotze. Es könnte sein, dass die es nicht sehen. Die sehen das. Glaubst du? Ja. Aber da können wir ja voll schwer rennen. Oh. Wow, Alter, muss der wirklich. Bock, ich will das nicht tun. Du musst, Knur. Und versaust jetzt nicht. Muss ich jetzt dann einfach. Als der geh mal. Ich hab kurz gesprintet. Ich hab angesprintet. Bei mir war mit leichtem Ansprint. Oh Gott, ja. Ich hab durchgeflitzt. Oh, warte. Was ist los, Knur? Was hast du getan? Renn, Knu, nicht umdrehen. Deswegen, nicht umdrehen. Was ist das? Das ist ein Würfel. Komm, schnell dahin. Oh mein Gott, wie lange haben wir gebraucht? 1 Milliarde Jahre. Was sind wir jetzt? In einem Schwimmbad? Nee, eine Stunde war es nicht. Eher so 40 Minuten, 45. Lass ich mir auch noch sagen. Oh nein, wo bist du? Ich glaube, dass es diese Kacke ist, wo man den Monster nicht. Oh na, aber wir haben keine Geräte. Wo bist du? Du bist außen so einem Schwarz-Weiß-Schwimmbad, ne? Ich bin in einem Schwimmbad. Das ist gruselig. Ich will da nicht, ich gehe da nicht rein. Ist da dunkel? Oh mein Gott, musst du da auch rein? Da ist so richtig dunkel, macht so ein Rauschen. Okay, let's go, komm. Oh Gott. Easy? Oh, ich bin tot. Du bist tot? Oh mein Gott, ich glaube, wir dürfen nicht in die Dunkelheit. Ja, ich glaube auch. Easy, ich möchte das nicht allein machen. Ja, aber du musst. Da musst du jetzt durch. Das ist ja Mr. Lösungsweg. Ach, warte mal, wir müssen gar nicht ins Dunkle. Nee, wir dürfen nicht ins Dunkle, wir müssen ins Helle. Genau. Echt gruselig, so ein Pool, so allein. Oh, da bist du. Oder bist du? Kommst du zu mir? Ja. Hallo. Hey. E-Beams. Ey, das ist voll Cube. Sehr witzig. Hast du schon Cube 2 gespielt, dieses zweite Cube-Game? Mm-mm. Ey, guck mal, da vorne ist doch was. Wo ist da vorne was? Da sind Lichter. Da komme ich her. Achso. Da ist nichts. Oh Gott. Da vorne, das sieht doch interessant aus. Wo siehst du denn dauernd was? Hä, wo bist du denn jetzt schon? Kaum haben wir uns, rennt die schon wieder weg. Siehst du mich? Nö. Was? Nein, wo bist du denn hin? Ich bin jetzt wieder an derselben Stelle, komm zurück. Okay, warte, ich komme ganz zurück. Einmal umgedreht und schon ist sie weg. Schon bin ich verlassen worden. Hier, stopp. Wo hast du was Interessantes gesehen? Genau, da sieht doch interessant aus. Aber wenn es dunkel wird, ne, dann tot. Ja. Hö, ist da ein Lichtschalter? Nee. Nee, da wird's dunkel, oder? Nee, da ist doch hell. Okay, warte. Ja, bei mir wird's ganz kurz dunkel. Ich glaube, mal durchziehen. Da rausgehen, guck mal. Oh. Oh. Aber die da drüben sind auch so helle Räume, ne? By the way. Ja. Wir haben uns schon wieder aufgeteilt, ne? Ah, da bist du ja. Das ist wirklich. Da dürfen wir nicht hin. Nee. Also wieder zurück. Das ist doch alles komplexer als man. Ja, aber guck mal, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, wo ich sagen könnte, ah,
Jetzt verstehe ich das Muster oder so. Es ist für mich total... Nee, ich auch nicht. Lauf durch die Gegend und versuch dein Glück. Oh, hier ist ein Dampfbad. Oh, hier geht's ja voll wie Treppen runter. Darf man da runter oder ist es dumm? Ist da dunkel? Da ist dunkel. Geht da lieber nicht hin, oder? Weiß nicht. Ah, ist das eine gute Idee? Darf man da rein? Soll ich rein? Ach komm, okay. Ja gut, jetzt wissen wir es. Hätte ja sein können. Oh mein Gott. Pst. Aber direkt instant, ne? Nicht mal so kurz gewartet. Gut, wir wissen jetzt, dass wir nicht schwimmen können. Oh, geil. Aber wir sind zusammen, oder? Nee, nee. Doch nicht. Aber ich weiß ungefähr, wo du anscheinend spawnst. Ich muss da nur so ein, zwei raus, habe ich dich ja schon gesehen. Irgendwo da hinten warst du. Ja. Kommen wir nochmal. Siehst du mich? Warte. Komm mal in diesen allgemeinen Raum. Hörst du mich? Hörst du meinen Spritz? Nee, aber gleich. Warte, ich komme jetzt in den Raum, wo du auch warst. Naja. Da. Lass mal hier lang. Mein Gefühl sagt, wir müssen hier lang. Okay. Fresh. Glaubst du, es macht dich psychologisch kaputt, wenn du in so einem Raum wärst? Mich? Ja, so allgemein. Dürfen wir da hin? Ich glaube, es würde mich schon irre machen. Ich hab dich schon wieder verloren. Ich glaube, so dieses immer gleich aussehende macht dann einfach irre. Also wenn es wie bei Cube, jeder Raum ist gleich. Ja, aber Cube hat mega krasse, super heftige Fallen, wo du nicht weißt, ob der eine Raum ein riesiger also diese Säure... Diese unendliche Länge einfach. Dass es einfach extrem schrecklich ist. Die Frage ist, waren wir richtig? Ich bin jetzt wieder bei dem Raum, wo wir eben waren. Ah, ja, ich auch. Lass mal da lang gehen, weil jetzt waren wir schon geradeaus, aber hier noch nicht. Ich glaube, dass das hier ganz gut aussieht. Gefällt. Nee. Echt jetzt? Kann man da durch? Sieht so düster aus. Oh. Da leuchtet es so blau. Und wieder so hell. Hm. Dann lass mal da hingehen. Oder? Oder da? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Blau könnte auch gut sein. Jetzt ist Blau aber auch irgendwie weg, ne? Lass mal da hin. Was ist das? Was ist das? Pool. Nicht im Pool springen. Ja, aber da ist ja nichts drin diesmal. Ich glaube, der ist cool. Soll ich reinspringen? Nein. Aber was ist, wenn der Pool die Antwort ist? Ja, wo bist denn du jetzt schon wieder? Bist du im Blauen oder was? Ja. Ich habe hier so einen merkwürdigen Space Pool. Ich weiß nicht, ob der Space Pool... Oh, hier ist was, du musst zu mir. Irgendwas, was ist das? Da ist eine blaue Rutsche. Und eine Tür. Du weißt, blaue Rutschen, kein gutes Zeichen, ne? Ja, aber du musst auf jeden Fall zu mir. Der Pool ist auch blau. Die Frage ist halt, wie endet das wohl alles? Ja. Warte, ich komm. Du bist einfach dadurch die andere Tür dann, ne? Weißt du, du musst einfach, wo du in den Raum bist, mit diesen großen Säulen in die andere Tür geradeaus rein. Da ist so eine Säule in der Mitte. Ist da eine Säule in der Mitte? Ja, ich sehe dich. Ja. Und hier ist eine blaue Rutsche. Findest du, es ist unhöflich, während Aufnahmen zu trinken? So im Stream jetzt. Nein. Also, wieso? Weil früher war das total verpönt. Du bist ja noch nicht die Original Generation. Früher, wenn du in dem Let's Play getrunken hast, Alter... Einfach nur einen Schluck Wasser, ja, oder wie? Ja, da hieß schon, kannst du das nicht aufheben, um nach der Aufnahme zu saufen. So, das war früher mal richtig verpönt in der alten Zeit, so 2013. What? Ey, da musste alles glatt gelutscht sein. Da haben Menschen wie damals Big G die Standards halt hochgelegt. Well, this doesn't look good. Wo bist denn du? Hier, hinter dir. Was? Wow! What? Was ist denn da? Ich weiß es nicht, ich renne einfach. Renn, 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 renn. Renn. Oh Gott! No! Oh shit. Ey, ich bin kann man springen? Gewesen. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt für ein Psychokram? Eben war alles so chillig, wir laufen durch so. Oh mein Gott. Da gab es doch mal so einen Film, Momo und die grauen Männer. Hieß der so oder irgendwas? Ey, du rennst jetzt schon. Ja klar, renne ich. Oh Gott, es gibt Ausdauer. Nein, ich stecke auch irgendwo.
Ich konnte nicht mal mehr zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schrecklich. Okay, warte. Ja, wir müssen direkt losrennen. Bist du bereit? Ja, lauf. Was? Kannst du springen? Ja, du kannst springen. Wie denn? Leertaste. Leertaste. Was? Können wir in das Spiel springen? Auch ja. Tatsächlich, das wusste ich die ganze nicht. Zeit, aber ne? Renn! Oh nein. Jetzt fliegt was runter, was mich jetzt blockieren wird. Wir müssen gleichzeitig rennen. Nee, du einfach dodgen. Merk dir, wo es runterfällt, du kannst ja dodgen. Okay, wieder an die Seite. Oh no! Die Tür ist aufgegangen. Tot. Okay, die eine Tür geht auf. Mist! Okay, scheiße. Oh mein Gott. Wie ist das? Momo und die grauen Männer oder irgend sowas? An das hat mich der Raum erinnert, wo wir davor drin waren. So ein Kinderfilm, der ziemlich beklemmend ist. Ja, fürchterlich. No, no! Warte, die eine Tür springt gleich auf. Dann musst du hier rum, lauf mir nach. Da rein! Oh Gott! Geht noch weiter! Nein! Nein! Oh, ich bin irgendwo wieder stecken geblieben. Ich will nicht mehr. Momo ja, und die grauen Herren. Ja, ja. Daran hat mich das erinnert. Warte doch auf mich! Was? Oh Gott, ich dachte, du bist hinter mir! Nein! Ich bin voll im Runner-Modus. Hier rechts. Ja. Regale an der Seite entlang, dann hier abbiegen. Hilfe, steck fest! Schaffst du's? Ja. Oh, es ist ätzend, ey. Die hängt jetzt mal am Arsch. Die weiß nicht, was die Tür soll. Eine blaue Tür, bist du da? Ja! Was? Nicht. Die haben mich gegrabt, ich war direkt hinter dir. Oh mein Gott. Okay, let's go. Bereit? Ja. Rennst du schon? Nee. Ja, hä? Bei wo mir bist wird du? Es so spät erst hell. Oh, renn! Das fällt jetzt aber auf. Boah, scheiße, ich bin hängig wieder mit dem Scheißding. No problem, alles gut. Noch hab ich's drin, ja. Ja, ich auch. Das ist ein bisschen complicated, aber wir schaffen das. Gibt's irgendwo eine Tür da hinten, wo man wieder abbiegen muss? Links scheinbar. Ey, wieso konnten die mich jetzt haben? Wir müssen gleichzeitig losrennen, sonst... Ich wusste nicht, dass es von warte, Momo warte, eine nicht Serie renn, gibt. Renn, ja, ich warte, ich warte. Sag, wenn okay. du bereit bist. Ja, jetzt. Renn? Okay. Ja, jetzt. Ich schon da am anderen Ende. Ey, zweite Mal, wie es ist, immerhin nicht so weit. Das Spiel schon durchgespielt. Dieses Geräusch ist so laut. Da an der Seite rum, ja, und jetzt wo lang? Oh Gott, ich bin tot. Durch die Tür in der ja, Mitte ich hab's einfach. Gesehen, ich hab's gesehen, links. Ja. Aber wir müssen beide oder links? Oh Gott. Scheiße. Ready? Nee, ja. Let's go. Oh, du bist schon wieder Meter vor mir. Wir müssen beide in die Mitte gehen, wir müssen beide diese Tür berühren. Das übel gemein ist. Ach, wir müssen noch in die Mitte. Oh scheiße, ich bin hängen geblieben. Diese blaue Tür, ne? Genau, müssen die beide berühren. Okay, dann. Let's go. Warte. Ja, renn! Das ist so scheiße. Oh mein Gott, ich hab's! Renn! Regale, jump! Der war smooth. Ich hab gesehen, dass ich aber auch links eine Tür geöffnet hab, aber hier öffnet sich dauernd Türen, also von daher. Ich berühre, wow! Oh ja! Oh, Psycho! Oh Gott, schrecklich! The End, hier steht das Ende. Ist das wirklich das Ende? Kann mich nicht sehen. Oh mein Gott. Ich muss nur ruhig sein. Da rennt irgendein
Ding rum. Was müssen wir hier machen? Da vorne ist irgendwas im Regal. Das darf mich nur nicht sehen. Eine Kassette. Wir müssen die Kassetten einsammeln. Oh. Ich glaube, es hat uns schon gesehen, ne? Nee. Doch, ja! Ja, es hat uns gesehen. Oh Mann, das war plötzlich hinter mir. Das hat irgendwie so einen fiesen Rüssel, das Ding. Teilen wir uns auf oder so, vielleicht ist das the way. Ja, und wir müssen dann hin, da hinten. Was machen wir hier? Videothek sortieren oder sowas? Hab ich schon gesehen, scheiße. Die letzte Videothek auf der Erde. Gibt's eigentlich noch irgendwo eine Videothek? Ich glaube, es darf uns wirklich nicht sehen, ne? Gibt's Videotheken noch? Nee, ne? Gute Frage. Wäre eigentlich cool. War früher ein riesen Videotheken-Fan. Bin ich da immer hin. 18 Abteilungen, die Spiele ausgeliehen. So Samstag. Ey, come on. Das ist ja richtig ekelhaft. Oh mein Gott. Nicht hören, sehen kann es... Ach so, nicht hören. Sehen kann es dich nicht. Ach so, aber okay. Also kannst du mir jetzt hören, oder... Ja, keine Ahnung. Ah doch, steht unten. Ich stand eben, der hat gesagt, ich glaube nicht, dass es mich sehen kann. Echt? Ja, hat er eben gerade gesagt. Ach guck mal, der sammelt die Kassetten automatisch ein? Muss gar nichts drücken. Einfach nur hinstellen an die Kassette und sammelt er die ein. Genau. Ach so. Ach, das ist der Raum, wo die... Weil die Back... Hä? Alter, eben hat er mich garantiert nicht gehört. Und er kam straight zu mir. Ich weiß, dass zum Beispiel auch, darf ich hier nicht erwähnen, ne, weil ich, bei Gnu ist alles jugendfreundlich, aber da gibt es ja so Kinos, wo man besondere Filme gucken kann und davon gibt es noch eins. Und das ist aber irgendwie historisch. Davon gibt es noch ein letztes. Und das Verrückte ist, da kannst du auch normale Filme anscheinend schauen. Aber denke ich mir auch, wer geht da hin und sagt sich so, ey, da gehe ich mit meinen Familien jetzt den nächsten Pixar-Streifen gucken. Ich weiß nicht. Ja, also... Also keine Ahnung. Es kann uns nicht sehen, ne? Es hört uns nur. Nee, aber eben gerade hat er mich... Oder er hört auch vielleicht, wenn man eine Kassette aufhebt, weil das macht ja auch so Klock, ne? Es klockt ja ganz kurz. Ach, da ist bei dir irgendwo da drüben, ja. Oh Gott, Glück gehabt. Bewegt sich ja auch so ganz dumm, sind aber echt viele Kassetten, ne? Das sind echt viele. Oh shit, jetzt habe ich eine Kassette aufgehoben. Ey, du musst vorsichtig sein, die Kassetten darauf reagiert da. Okay. Was auch total unlogisch ist, welche Kassette, die man anhebt, macht Klack. Ich glaube, dass der einfach sich auch so dumm bewegt. Der geht ja ganz oft weg und dreht dann doch Dr. wieder um. Dr. Backseat hat eben gerade bei mir ein Abo dagelassen. Ach, wie geil. Leute. Da ist er, der Dr. Backseat. Den will ich jetzt täglich, bitte, in meinem Stream. Ich drehe mich um und er war da. Ja, ich glaube, dass der einfach eine dumme Route hat. Der hört einen nicht und sieht einen nicht. Ja, das ist nur die Route, die so bescheuert ist. Ja, am besten geht auf deine Seite. Dann mache ich mal deine. Auch mal was Neues. Jetzt ist auf deiner Seite. Ich glaube, wie gesagt, Adressen rausfinden in den Stalker, das kriegst du immer, aber man hofft ja auch irgendwie, dass die Leute noch mal ein bisschen Menschenverstand haben. Genauso kann ich aber auch meine Gnus stalken und rausfinden, wo die wohnen. Hast du schon mal gemacht? Irgendjemanden so herausgefunden, wo er wohnt? Also jetzt nicht extrem stalken, aber mal so ein bisschen geguckt, wer ist denn das? Ja, ich gucke schon meine Leute an. Also ich kenne die dann schon. Leute, ich weiß, wo ihr wohnt. Ich weiß, wo er wohnt. Ich habe die ganze Liste. Ich weiß, wo ihr Datenbank. Ich habe extra jemanden eingestellt, der nur dazu da ist, euch zu stalken, Daten zu sammeln über euch. Genau, ich weiß, wo ihr wohnt. Und das macht sie, um euer Kaufverhalten zu studieren. Genau, weiß ich genau, was meine kleinen Gnus so anschauen und machen. Ich weiß, wie ihr atmet und schlaft. Ich weiß, wie ihr im Schlaf riecht. Ich kenne eure Bettwäsche. Ich weiß, dass manche von euch immer ihren Haxen beim Schlafen raushängen. Das die bin anderen, ich. Ja. Kann die ich anderen, gar nicht. Die Hände anderen, und Füße müssen draußen sein. Sehe ich auch so. Die anderen sabbern. Da verbrenne ich sonst. Ich bin jemand, mir ist auch eigentlich immer zu warm. Ich bin auch jemand, ich brauche eine dünne Decke. Meine Freundin sagt immer, wie kannst du mit so einer dünnen Decke schlafen, auch im Winter? Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur was zum Zudecken, fürs Zudeckgefühl, aber nicht um Wärme oder sowas zu erzeugen. Ich habe immer Angst, dass mich was an meinen Beinchen grabbt. Ich hatte immer so einen ekelhaften Traum, dass mich der Teufel an den Beinen grapscht und dann hatte ich einen üblen Wadenkrampf, als ich aufgewacht bin. Das war richtig creepy. Und letztens hatte ich auch einen Traum, da habe ich habe mir bei Amazon Magic-Karten bestellt, kennst du bestimmt, ne? Magic-Karten? Ja, ja.
Und ich habe mir so ein ganzes Display bestellt und ich habe geträumt, dass das Display jemand aufgemacht hätte und hätte alle Karten rausgeklaut und hätte Kackkarten reingeschoben, so in die Päckchen. Oh. Und am nächsten Tag kommt dieses Display an und es war aufgeschnitten und genau so, wie ich es geträumt habe. Exakt genauso. Oh, war gruselig. Das war super gruselig. Und ich sag morgens noch zu meiner Freundin, ey, ich hatte voll den komischen Traum über Magic-Karten. Und dann komme ich so ins Büro und dann, oh, meine Magic-Karten kommen und dann mache ich das auf und es war wie im Traum. Genau so. War gruselig. Die Päckchen waren auch genau gleich hinten aufgeschnitten. Also so zack, hinten aufgerissen quasi. Das ist echt gruselig. Warum kann ich das ja nicht mit Lotto zahlen? Ja, das wäre geil. So eine Vision. So, der wird jetzt gerade richtig aggro, ne? Der wird immer aggrohafter. Ich habe mich jetzt gar nicht auf ihn konzentriert, aber ziemlich viel eingesammelt. Wir einsammeln. Wie viel haben wir dann, was denkst du? Schon viel. Also meine Seite ist komplett clean. Hier hinten ist auch nichts mehr. Müssten jetzt halt mal so Richtung PC schlängeln. Oh Gott. Alter, er war direkt neben mir. Ja. Hier ist noch einer. PC. Bisschen Angst. Ich hab sogar hier nochmal welche gefunden. Hier hinten in der letzten Area. Er ist immer noch bei mir da hinten. Du kannst jetzt langsam hin. Wo ist er? Bei mir an diesem Stuhl. Jetzt kommt er zum PC. R2. Zwei sind noch. Zwei fehlen noch. Ja, aber wo sind die letzten beiden? Vielleicht irgendwo ganz vorne? Er ist am Rechner. Gute Frage. Ich sehe keinen mehr. Ich sehe auch keine mehr. Das heißt, wir haben jetzt... Oh, ich sehe eine. Er ist bei mir hinten, jetzt kommt sie wieder vor. Eine habe ich noch gesehen. Er ist bei mir. Wow. Achtung, er geht irgendwo da hinten zu dir in die Area. Also eine habe ich noch gefunden. Scheiße. Bin ich irgendwo in der Mitte oder so? Wenn sie die uns wenigstens anzeigen würden. Ich weiß es nicht. Man sieht sie eigentlich recht gut, muss man sagen. Ich bin jetzt bei mir auf der Seite wieder. Ja, Vorsicht. Siehst du was? Nee. Ich sehe sie, ich sehe die letzte. Ich sehe sie, oh Gott, hin. Ja. Ist er bei mir? Ja. Nee, halt nein, er ist auf der anderen Seite. Was geht hier ab? Oh Gott. Was nun? Wir müssen jetzt gleich zum PC beide. Oh Gott, müssen bitte. Wir beide zum PC? Warum ist er jetzt direkt beim PC? Wahrscheinlich, wir mussten immer beides berühren. Warum muss er jetzt beim PC rum? Warum geh mal da hinten hin? Da hinten machen Kinder Unsinn. Oh nein. Nee. Nee! Nein! Nein, verarsch mich doch nicht. Oh. Was? Ich habe nichts gemacht. Ich war total im Leisetreter-Modus. Scheiße. Ich glaube, wir müssen beide wieder zum PC, ne? Klar müssen wir beide wieder zum PC. Schlawinert bei mir rum. Wir sollen ihn nicht angucken, das glaube ich aber auch nicht. Das wäre geil, dann würde ich einfach nur die ganze Zeit Urban Legends los. Vor allem, dann würde ich halt die ganze Zeit nur mein Zeugs hier machen und ihn so komplett ignorieren. Oh! Ey! Woher kam er denn jetzt? Warte, ich muss lieber meine Mütze aus, die tut mir langsam Schmerz. Ich mache jetzt meinen Kampfbockel jetzt rein. So. Alter, Leute. Er ist umgedreht. Siehst du, das meine ich, das Angucken ist völlig egal. Der Kampfbockel am Start. Boah, es ist laut. Wahre. Und mit dem Kampfbockel ist jetzt Schluss mit lustig. Jetzt lass das hier, 2 Stunden geht die Aufnahme. Das ist immer noch ein Speedrun. Zählt nur als Speedrun. Ja.
Ich kann nicht lachen. Ich krieg aber auch so ein bisschen Halsweh. Im Moment ist jeder krank und viele haben es auch aus dem Nirgendwo. Ich habe voll keinen Bock drauf. Ich hatte es bis jetzt nämlich noch nicht. Und ich brauche es nicht. Ich will es auch gar nicht. Echt nachvollziehen. Ich habe voll viel Arbeit. Ich habe gar keine Zeit dafür. Auch nicht. Ich arbeite auch, obwohl ich krank bin. Das ist halt das Los, das wir gezogen haben. Ne? Immer müssen wir gut gelaunt sein. Immer arbeiten. Immer Gas geben. Selbstständig. Ist er weg? Das Einzige, was das alles vertröstet, ist die Villa. Damit trocknen wir dann die Tränen. Schön wärst du. Er ist in der Mitte. Dafür sorgt das Finanzamt schon, dass das nicht passiert. Wenn das Finanzamt nicht wäre, wäre das Leben so schön. Das ist Charity zu mir selbst, was ich hier mache. Habe ich jetzt überhaupt einen Rechner aktiviert? Das weiß ich gar nicht. Ich bin schon total... Matsche. Dass er aber dann auch wirklich nur an dem PC rumlungert. Ne? Jetzt schlendert er überall rum, mal links, ja, mal rechts voll. Und dann, oh, jetzt bleibe ich nur beim PC. Ihr Boons. Ist er mal weg jetzt, der Sack? Der geht mir so am Sack. Ich hab's schon 10-mal durchgespielt in diesen 2 Stunden. Der ist die ganze Zeit bei mir, du kannst ganz entspannt looten. So, ganze Zeit, all day long. Ne, jetzt kommt er zu mir. Jetzt kommt er zu dir, jetzt kommt er wieder zu mir, dir, weil ich aufgestanden bin. Please stand up. Jetzt kommt er zu mir. Up. Boah, er creept richtig bei mir rum. So. Er kommt wieder so in deine Richtung. Jetzt ist er wieder da unten, da hinten bei uns der Area, Vorsicht. Lass erstmal ein bisschen wegziehen. Ja. Okay, man hört aber ein visuelles Geräusch, wenn man sie alle hat. Das ist schon mal gut. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe bei mir alle. Hier ist noch eine. Warte. Ja. Das geil. Ist Geräusch. Moment, Vorsicht, der kommt straight zu uns. Alter, da hinzukommen ist nicht easy, ne? Mhm. Ich bin schon auf dem Weg, du auch, ja. Ja, ich bin auf dem Weg. Aber er ist jetzt halt die ganze Zeit an diesem PC. Richtig besessen von diesem Rechner. Schalten Streamer. Ach, schnell, komm zu dir. Oh Gott. Er ist hinten in der Ecke. Jetzt kommt er wieder straight zum PC. Er ist direkt beim PC. Er kommt zu dir. Was geschieht hier? Da kommt irgendein Video. Monster ist weg. Ja? Oh, komm rüber. Ja. Oh, endlich diese Taste los, dass mein Finger stirbt. Ich hab vor die Kralle schon. Oh Gott, wir haben es geschafft, ey. Oh mein Gott. Ich finde so alte Aufnahmen auch irgendwie immer ekelhaft, ne? Das hat so was Ekelhaftes. Was ganz Bedrückendes, ja. Richtig deprimiert, obwohl es so ein scheiß Vogel ist, so auf die Art, aber du kriegst Depressionen, wenn du es siehst. Und auch die Musik jetzt so. Ja, und dieses Blecherne, ne? Gruselig. Dieser gelbliche PC. Ja, die hat viel geraucht, die Frau, deswegen ist auch so schwarz dann geworden. Die wurde von Marlboro gesponsert. Was ist das denn?
of this unconscious manipulation. A great metaphor for the state of the average psyche today. A mind that can at any time be taken over by the unconscious processes and remain unaware that this has happened. Becoming an agent of the system by virtue of being dominated by external authority and not possessing enough developed internal context to fight back. In order to further their understanding of how the unconscious mind processes information, they will be conducting a new study on Jungian numerology, theory that every single number has meaning. They believe in the basic premise that human brains are constructed in such a way that certain themes, motifs, and representations are baked in. That's what they refer to as the collective unconscious. For instance, light representing redemption, renewal, and prosperity, and the night representing danger, despair, a need for caution, a period of hardship, and evil, are built into our neurochemistry and are not merely constructed through external factors. As always, they are looking for willing participants who will want to help progress their understanding in this innovative field of science. Ah, geht halt um Forschung, was halt Angst ausmacht. Ja, what? What is this? Ist noch nicht vorbei, du. Ist noch nicht over. I'm scared. Kennst du den Film Number 23? Oh, guck mal, ist 2. Mit Jim Carrey? Nee. Der ist ein geiler Film, ich mag ihn voll gerne. Ich weiß nur, dass 365 Grad von allen verarscht wird. Ist es dieser Liebesfilm? Irgendeiner auf Netflix wird gerade die ganze Zeit verarscht. Gott, ja, da kam doch jetzt ganz schnell noch der nächste. Ich habe den nie gesehen, aber meine Freundin guckt das auch nicht. Also, das ist furchtbar, irgendwie so ein sexistischer Klischeekram. Aber wo man dann wieder sagen muss, das ist dann immer direkt Platz 1. Und dann beschweren sich ja viele Leute, Frauenbewegung und wir wollen die Welt verändern, aber alle gucken den Dreck. Ich glaube, das ist eher gesponsert und hochgepusht. Glaube ich nicht, nein. Och. Auch diese ganzen Serien im Paradies, Fremdgehen und der ganze Schwachsinn ist doch auch immer super erfolgreich. Glaubst du? Ja. Im Großen und Ganzen ist der Pöbel ein primitiver Haufen, muss man sagen. Es ist einfach so. Die Meute will halt Nacktheit, Gekröle und Dummheit. Sonst würde es sich nicht seit Anbeginn der Menschheit so gut vermarkten und so gut verkaufen. Hm. Und die andere Hälfte guckt es, um zu sagen, ah, ich bin besser als die. Die eine Hälfte kann sich damit identifizieren und die andere Hälfte sagt, ich bin besser. Ich find's geil, wie du da hochspringst mit deinen beiden Füßchen. So nicht mal, du gehst über die Treppen, du reinspringst auch wie so ein Pinguin. 21? Vielleicht 32 Etagen hoch, oder? Keine Ahnung. Stell dir mal vor, du wärst in so einem Raum mit so einer Treppe, die einfach endlos ist. Hat er nicht gesagt, dass man sein Leben beenden muss, damit man in diesen Ding... Weißt du, was ich meine? Dass man da runterspringt einfach und seinen Frieden findet. Ich weiß es nicht. Könnte schon sein. Aber stell dir mal vor, du bist in so einem Raum mit so einer Treppe und du hörst auch diese Background-Geräusche halt, ne? Diese dumpfen, blechernen Wartezimmergeräusche irgendwie im Hintergrund, die aber aus keiner Richtung kommen, so. Ja, es hat so. Kennst du diese Videos, wo Leute, lass mal bis zur 31 gehen oder zur 32, so waren nämlich die. Gucken wir mal, ob es zu Ende geht. Hier ist die 32. Wie hoch kann man denn? Wenn du nach oben schaust, sehr lang. Guck mal. Ah, da oben ist ein Loch. Huh. Ich glaube, wir kommen da nicht näher, oder? Weiß nicht. Was ein endloser Loop. Ich springe jetzt. Dir. Guck mal, 100 Pro müssen wir springen. Guck mal nach unten. Ja, aber das ist genauso, oben sieht es genauso aus. Du, ist nicht so einfach, da runter zu springen. Mach mal. Kommst du da durch? Ich nicht. Nee. Ich glaub, vielleicht wir müssen wir wirklich springen, springen. Zu welcher Hälfte ich gehöre, ob ich es gucke oder mich besser fühle. Ich fühle mich definitiv besser, aber ich guck's nicht. Aber wir müssen weiter hoch. Ich glaube auch, dass wir weiter hoch müssen. So, das reicht nur nicht, um sich umzubringen. Du weißt doch, YouTube hat gesagt, solche Wörter gehen nicht. Mhm. Bei dir wird's wieder zensiert.
Knu meint damit, wir springen in eine andere Dimension. Genau, wir springen in eine andere Welt, in der wir uns wohlfühlen. Genau. In der alles nicht so gut ist. So. Interstellares Reisen ist das. Sind wirklich so Feintilgeräusche, ne? Es hört nicht. Nee, guck dir das mal da oben an. Es wird. Ich spring da jetzt runter. Oh! Wow! Ich hab einen guten Fly! Oh mein Gott! Ey, ich bin voll auf einem Trip. Siehst du das, wie ich da durchfall? Nee, ich will auch. Oh, jetzt ja. Holy shit. Easy, bist du bei mir? Das Loch wird größer. 420 war das. Hast du jetzt auch einen Wecker? Ja. Was habe ich für ekelhafte Finger? Oh Gott, ich habe wahrscheinlich zu lange die STRG-Taste gehalten. Hab so richtige Krallen, du. Oh oh, die Welt da draußen ist fake. Oh Gott. Wer baut denn so Häuser? Keine Ahnung, ist fake. Sieht aus wie so ein deprimierendes holländisches Gemälde. Oh yes! Ja! Lacht aus, wir haben's! Kaum zu glauben. Ja! Oh mein Gott, Leute. Ja, was ein Uncut. Kampf. Uncut auf meinem Kanal mit allen verbotenen Wörtern. Ja. Oh krass, mein Gott. Das war ja. War es ein gutes Spiel? Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich fand schon. Es war eine coole Herausforderung. Es war schon irgendwie, ja, aber. Guck mal, also hier sehen wir jetzt die Sekunden. Wir haben 221,8 Sekunden für Level 1 gebraucht. Dankeschön, Joey. Wir haben für die andere. Beim Level, siehst du es oben in der Ecke? Beim Level? Wenn ich ein Level auswähle, siehst du, wenn ich jetzt ein Level wähle, dass das Bild sich verändert? Nee, leider nicht, aber sag mal gern. 221,8 Sekunden für Level 1, 48,7 Sekunden für Level 2, 130,6 Sekunden für Level 3, angeblich 197,6 Sekunden, wahrscheinlich hat er nicht die ganzen Versuche gezählt, ja, sondern ich den auch. Besten. Ja, ja, ja. Dann 224,8 Sekunden für Pool, Renn um dein Leben, 37,2 und Videokassetten 40,0 und von dem obersten Stock springen 260, genau. Uff. Ja. Naja, Leute, und trotzdem ging es 2 Stunden 16. Ja, dafür wollen wir Daumen nach oben da haben und Abos und Liebe. Und empfehlt uns gerne weitere Horror-Games, die wir spielen können. Danke, Kisi, für dieses einmalige Erlebnis. Ich habe noch ein Backroom-Game, by the way. Ich habe heute eins gefunden. Oh, nice. Ja, es geht weiter. Yay. Sieht auch richtig übel aus, ist aber ganz gut geil. Bewertet. Ja, ja, gerne. Jetzt raus. Tschüss. Sollen wir das auch wieder zusammenspielen?